Hi, das Erste, was mir schon nicht gefiel, sind jetzt hier diese Stäbe, dass die ein bisschen weiter nach unten ragen. Ich will lieber, dass das schwebend aussieht, deswegen werde ich die einkürzen. Und da ich es nicht mag, wenn man noch Löcher hat im Holz, die keine Verwendung haben, da habe ich mir jetzt hier solche Haken genommen. Und dann nehme ich einfach da einen Wandhaken. Und es gibt immer irgendwelche Sachen, die man aufhängen möchte. Dann mache ich hier die Abzweckdose einmal direkt fertig. Schutzleiter brauchen wir ja nicht, deswegen einfach zwei Dreier-Klappvakus und dann Neutralleiter auf Neutralleiter und Außenleiter auf Außenleiter. Sieht nicht schön aus, aber erfüllt seinen Zweck. So, haben wir hier auch die beiden Wandhaken, die stabil. Und dann kann man einfach auch mal so eine Kabelrolle dahin hängen. Und hier zwischen den beiden Softboxen, glaube ich, kommt sowieso noch ein Regal am Ende, wo man dann diverse Ablageflächen hat. Dann machen wir hier jetzt mit dem Kanal weiter, welches von den Softboxen rüber zum Brüstungskanal am Ende hin muss. Und da fertige ich mir jetzt die Kabelrolle erstmal an. Und jetzt muss ich mal eben messen, wegen dem Tisch. Ich hätte die Tischplatte gerne auf 80 cm Höhe. Naja, machen wir doch ein bisschen höher den Tisch. Tisch kommt auf 1 Meter. Den Tisch mache ich auf 90 cm. Das wäre dann hier in dem Bereich. Das heißt, hier oben kommt das Brüstungskanal, egal wie hoch das wird am Ende. Deswegen kann ich hier mit der Leitung schon mal hier ein Installationsrohr hinmachen und dann werde ich das im Endeffekt anpassen,
Auf jeden Fall habe ich 2 Meter von dem Brüstungskanal. Jetzt muss ich mal eben kurz schauen. So, das sieht ja schon soweit ganz gut aus. Das ist jetzt der Rest für einen Brüstungskanal, um die Softboxen ansteuern zu können über einen Wechselschalter. Und jetzt fahre ich zu Hornbach, hole den Brüstungskanal und noch ein paar andere Sachen. Dann machen wir hier weiter mit dem Brüstungskanal und dann noch 2 Steckdosen installieren hier. Schauen wir mal. Und dann vielleicht mit Sicherheit bekommen wir die Softbox mal doch noch zum Laufen. So, hier haben wir einmal die Werkbankbeleuchtung bzw. auch Montageplattenbeleuchtung. Wird mit 2 Winkeln fixiert an der Wand, damit es runter scheint. Dann noch das Brüstungskanal von Hager, die Abdeckkappe, dann die Endkappen, 2 Zweifachschalterdosen, Wechselschalter, Rahmen, Wippen, alles da. Jetzt noch die Zuleitung auf jeden Fall 3x15 und die 5x25 muss ich auch noch dahin ziehen. Am Ende für meinen Kleinverteiler nochmal für die Montageplatte, damit ich da spannungsfrei schalten kann und auch den Endtrenn und so weiter. Ja. So, ich habe mir überlegt, hier jetzt aufgrund von Platzgründen, weil ich da nicht mehr so viel verbauen kann, nehme ich jetzt auf jeden Fall eine 5x25 Quadratleitung als Zuleitung in den Brüstungskanal. Davon nehme ich mir eine Phase weg, vorerst, um hier die Geschichte zu betreiben zu können, hier mit dem Schalter, mit den Steckdosen für die Lampen und alles Mögliche, und dann verbinde ich mit einer weiteren 5x25 Quadratleitung hin zum Kleinverteiler auf der Montageplatte und dann ist es auf jeden Fall besser.
So, die Abdeckkappe ist dran auf jeden Fall. Leitungen sind eingeführt. Jetzt mache ich die Werkbankbeleuchtung oben ran. Gehe dann mit der Leitung nach rechts runter und hier in den Kanal rein auf jeden Fall. Und dann können wir da noch Dosen und Schalter einbauen. Bei der Lampe hat man auf jeden Fall hier die Kabeleinführung und hier die Lüsterklemmen. Da haben wir tatsächlich auch einen Schutzleiter mit dran. Außenleiter und Neutralleiter, in dem Fall weiß. So, jetzt haben wir das Brüstungskanal dran, Zuleitung und Softboxleitung drin. Jetzt habe ich hier noch einen Mini-Verteiler und einen FI-Schalter. Das kommt jetzt hier rechts noch an die Wand. Dann gehen wir mit der 5x25 auf jeden Fall hier rein. Und dann zur Montageplatte nochmal 5x25, damit ich abschalten kann und den Neutralleiter auch trennen kann. Genau, und die Lampe, die ist jetzt auch angebracht. Kommt dann noch ein 3x15-Kabel in den Brüstungskanal rein und ist dann hier beides. Also quasi nochmal genau das gleiche wie da, mit den Leitungen, mit der Endkappe und zwei Löcherbohr. So, von hier werde ich mir im Endeffekt dann den Strom nehmen für die Montageplatte, um diverse Experimente zu machen. Kann auch 3x15 hier andocken und so weiter. Hier kommt auf jeden Fall das Klappvagus noch dran. Ich muss mal jetzt schon mal hier im Brüstungskanal auf jeden Fall die beiden Steckdosen, Zweifachdosen hinmachen, damit ich da mit dem Kabel noch durchkomme. Eventuell kommt man sogar hinten noch durch, muss ich mal schauen. Einfach seitlich einführen, dann kann man sich das auch schon beliebig hinmachen, wo man es hin möchte. Jetzt muss ich mal kurz messen. So, einfach setze ich auf beiden Seiten vom Abstand und dann kann man das hier ganz gut bedienen. Jetzt bin ich ja überlegen. Ich mache hier Werkbankbeleuchtung, Steckdose, Softboxbeleuchtung, Steckdose. Haben wir hier schon mal den Schalter für die Softboxen.
Zuleitungsmäßig brauche ich auf jeden Fall eine Phase für den Schalter, eine Phase für den Schalter und die Steckdose. Und dann noch die drei Adrige, heißt am Ende 4 vage Verbindungsklemme. Auf einer Phase zumindest. Auf dem Neutralleiter und auf dem Schutzleiter auch. Und die anderen beiden Phasen, die werden einfach mit zweifach Vagus rübergebrückt. Man kann sich auch eine Abzweigdose reinmachen in den Rüstungskanal, aber halte ich jetzt für nicht sinnvoll. Ist sowieso aus Kunststoff alles. Und wenn man das hier fachgerecht macht, dass kein Kupfer zu sehen ist, dann wird da schon nichts passieren auf jeden Fall. Dann ziehe ich mir den Lampendraht und die Zuleitung für den Mini-Verteiler. Planänderung, da die Leitung jetzt zu kurz ist. Links 2 Steckdosen, hier auf der linken Seite machen wir Werkbankbeleuchtung und auf der rechten Seite dann die Softboxen. Das heißt, dass die Kabel auf die Seite kommen. Und die hier auf die linke Seite. Dann ziehe ich mir jetzt noch direkt die 3x5 von der Zuleitung hier in den Schalter rein. Dann noch die 5x25, damit das wieder verbunden wird auf jeden Fall. Ich merke gerade, die Leitung kann ich wieder rausziehen von der Lampe, weil da muss ich noch ein Loch reinmachen in die Endkappe. Dann verbinde ich hier mit der Zuleitung jede Farbe mit jeder Farbe bei der 5-Adrigen. Und dann ziehe ich mir noch eine Zuleitung hier von der braunen, der blauen und der grün-gelben
Eine 3x1,5 zu den beiden Steckdosen. So schaut das Ganze jetzt mit dem Brüstungskanal aus, also Zuleitung 5x2,5 und der Softbox 3x1,5 gehen hier rein. Dann die 5x2,5 wird hier gesplittet, aber schwarz auf schwarz, grau auf grau geht wieder zu dem Verteiler, so wie braun, grün, gelb und blau. Und dann nehme ich mir hier noch braun, blau und grün, gelb als 3x1,5 Zuleitung hier zu den beiden Steckdosen. Hier zu den beiden Lichtschaltern, da haben wir die hier. Dann haben wir hier links die von der Lampe, Werkbankbeleuchtung. Hier rechts ist die, die von links kommt für die Softboxen. Dann wird hier einfach Schutzleiter mit Schutzleiter verbunden, der blaue mit dem blauen. Phase auf L, Phase wird weiter gebrückt auf L vom nächsten Schalter. Und dann wird das hier der geschaltete und das der andere geschaltete. Und Steckdosen einfach blau links oder rechts, blau links oder rechts und grün-gelb in die Mitte. Und dann eine Brücke legen zur nächsten Steckdose und dann ist das auch gut. Machen wir gleich. Machen wir hier jetzt einmal den FI fertig, hier Mini-Verteiler. So, jetzt haben wir noch Platz. Ich hole mir mal ein bisschen Werkzeug. Die Schutzleiter, die verbinde ich beide einfach hier oben. Die kommen hier oben drauf. Dann gehen die hier oben auf den FI. Braun, schwarz, grau, blau. Und die, die von unten kommen, die gehen unten auf den FI. Braun, schwarz, grau, blau. So, und damit haben wir auch die Verteilung fertig gemacht. Blöderweise waren hier schon welche ausgebrochen auf der linken Seite. Jetzt habe ich auf der rechten Seite auch ausgebrochen, aber ich mache da gleich meine eigenen rein. So ist gut. Dann verdrahten wir jetzt einmal kurz die beiden Steckdosen. So, die gleichen Farben auch nochmal hier drauf. Dann wird das rübergelegt zur anderen Dose. Ich merke gerade, es ist auf jeden Fall von Vorteil, die Krallen also zu demontieren, weil die stören. Ja, so hat man auf jeden Fall mehr Spiel. Mittig sollte es sein. Und jetzt die beiden Lichtschalter. Hier haben wir die Zuleitung unten links, Werkbank und Softboxen. Dann, damit wir die weg haben, erstmal alle Schutzleiter und alle Neutralleiter miteinander. Da liegen sie gut. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Der kommt von den Softboxen, genau, der bleibt hier und der kommt auf den Schalter. Nee. Zuleitung haben wir hier
Das ist Werkbank. Und das kommt von den Softboxen. Alles gut. Also erstmal die Zuleitung auf L. Haben wir das schon mal. Beim anderen Schalter kommt der auch auf L. Das heißt, wir brücken uns den L. Und legen uns den auf den Schalter. Sieht das so aus. Und wenn wir das jetzt so drehen, dann haben wir hier rechts den für die Softboxen. Kommt der hier drauf. Und der andere kommt eben auf den Kontakt. Und dann müssten wir hier links Werkbank schalten können und hier rechts die Softboxen. Jetzt schneide ich mir die Brüstungskanäle zurecht, also die Abdeckung. Dann habe ich mich hoffentlich nicht verschnitten, nicht vermessen. Hier kann noch ein Stück weg, da muss man gar nicht so genau sein. Das heißt, den noch mal kurz raus. Mal schauen, wie der passt. Schon besser. Das sieht sehr gut aus. Passt auch wie angegossen. Jetzt schneide ich noch mal ein bisschen kürzer und dann kommt der auch dran und dann die Blenden. Sieht ein bisschen hässlich aus, weil hier oben der Rahmen ein bisschen fehlt, aber das stört mich nicht. Gut, hätten wir das auch. Jetzt noch die Zuleitung anschließen und dann haben wir da auch Strom. Zuerst mal hier den Schutzleiter. Dann den Neutralleiter, muss ich einmal komplett durchführen hier hinten. Und dann noch L1, L2 und L3, L1, L2, L3. Ach, die mache ich mir einfach hier vorne. Schalten wir hier einmal zu und müssten da jetzt Strom haben. Probieren wir das mal aus mit den Softboxen und mit der Werkbankbeleuchtung. Fangen wir mal an hier mit der Werkbankbeleuchtung. Funktioniert schon mal, bräuchte ein bisschen zum Angehen. Aber jetzt läuft's. Macht auch ein echt gutes Licht jetzt. Hier sind halt die Softboxen, hier bin ich am Schalter, hier kann ich so anschalten und dann auch dementsprechend, wenn ich die mal nicht brauche, kann ich auch die separat abschalten. Aber normalerweise, wie gesagt, bleiben die an und von hier vorne aus an, aus und dann, so wollte ich es haben. Ist sogar ein Unterschied mit den Softboxen, wenn ich jetzt hier anmache, dann merkt man, was man hier auf einmal für ein schöneres Licht hat. So ohne und so mit und dann noch die Werkbankbeleuchtung. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu heftig. Aber wenn man hier irgendwas präsentiert, dann ist es einwandfrei. Ist auch, denke mal, flackerfrei. Sieht zumindest so aus. Okay, so richtig sauber gemacht habe ich noch nicht, nur einmal grob durchgefegt. Auf jeden Fall haben wir hier links den Serienschalter, wo wir über die linke Wippe die Hauptbeleuchtung hier oben an- und ausschalten können, über die rechte Wippe die
Lampe, wo die Philips Hue drin sind, welche ich auch diesbezüglich von der Farbe ändern kann, wie ich möchte. Des Weiteren haben wir hier unten einen Haken, der sich auch schon nützlich gemacht hat. Dann hier eine Softbox, dann geht es mit einem Kabelrohr weiter zur Abzweckdose, wo die andere Softbox und die Zuleitung, die geschaltete für die Softboxen, reingeht. Dann haben wir das hier so, da oben habe ich übrigens ein Bild aufgehangen, welches mir ein Arbeitskollege damals mal gemalt hat. Hat auch seinen Platz jetzt gefunden an der Stelle. Da die Unterverteilung, habe hier halt schon die Ausbrüche gemacht, oben wie unten, und den Deckel schon mal drauf gemacht. Zu den Aufputzsteckdosen zweifach bin ich jetzt heute nicht gekommen. Auf jeden Fall, wie gesagt, da wird einfach eine Leitung runtergehen und dann 30 cm circa vom Boden, da in dem Bereich circa. Und na, ich denke mal, hier unten mache ich noch eine hin, weil da kommt man am Ende besser ran. Das dann beim nächsten Mal zum Teil Brüstungskanal, links die Wippe für die Werkbankbeleuchtung und hier rechts für die Softboxen. Machen wir mal wieder alles an. Und dann da der Mini-Verteiler, wo ich ein FI habe, um mir den Strom ziehen zu können für die Sachen, die ich hier auf der Montageplatte später machen werde. Also da kommt noch eine MDF-Platte wahrscheinlich drauf geschraubt. Da habe ich noch einen Haken hingehangen, wo ich jetzt auch noch ein paar Kabelrollen draufgepackt habe. Und die Außenbeleuchtung steht auch. Kontrolltaster, die ist mega dunkel, aber den sieht man trotzdem. Da oben ist die Lampe und wenn ich jetzt taste, dann geht die Lampe an und bleibt für 5 Minuten an. Und die Hühner, die schlafen wahrscheinlich gerade. Das war's dann an der Stelle mit dem Video. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.